Willkommen in der Dunkelheit. Diesen Spruch habe ich mir überhaupt nicht geklaut oder sonst irgendwie übernommen. Nein, nein, den habe ich mir selbstverständlich vollkommen selber ausgedacht. So, ich habe bei mir einen Huhn, das mich durch die Dunkelheit geleiten wird. Und wir treten jetzt in das Minental. Warum ist es plötzlich Nacht geworden? Kann ich rasten? Ich sehe einen Ork. Was bewirft den kuscheligen Projektieren? Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Ich sehe halt irgendwie so gar nichts. Können wir bitte irgendwie rasten bis Tag ist? Aber das sind keine Orks. Ich hau die Nicht-Orks einfach mal um. Das wird schon. Ich sehe halt echt nichts. Doch, ich sehe da hinten was im Dunkeln leuchten. Ich mich daran erinnern kann, dass ich mit Feldräubern große Probleme am Anfang hatte. Eine Rune. Oh, was im Feuer, ne? Ist das eine Runenstein oder eine Rune? Oh, ist das tatsächlich eine Rune. Teleport zum Pass im Minental. Oh. Oh. Das ist natürlich sau praktisch. Finde ich davon jetzt aber noch mehr. Wenn das mich das direkt zum Pass im Minental bringt. Er hat seine erste Rune. Das ist meine fünfte Rune, Nuss. Das ist nicht die erste. Ich könnte das ja als Fluchtrune missbrauchen auf der 8. Ich glaube, ich habe einen Ork gehört. Ob die Orks hier leichter zu besiegen sind als die auf der anderen Seite der Insel? Wie viel Mana habe ich noch? Das ist ein Ork-Krieger. Immerhin drücken sie nicht mehr so viel Damage wie früher. Na gut, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht über in die andere Richtung bewegen und nicht mit irgendwelchen Panni Feuerfallen auf die Leute schießen. Das bringt irgendwie nichts. Wäre echt schön, wenn man irgendwie mehr sehen könnte. Ach. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh, Scheiße! Oh, ein Drache verbrennt Corinus. Wer hätte das denn gedacht? Corinus, oder? Hab ich jetzt verloren? Anscheinend nicht. Ich habe das Gefühl, dass hinter mir immer noch irgendwelche Orks hinterher joggen. Ich werde also weiter rennen. Ist das Schlangen oder sind das Blutfliegen? Ich sehe immer noch nichts. Die Kisten stehen immer noch nicht. Sieht aus wie Corinus. Game over. Keine Ahnung, der Turm sah nicht aus wie Corinus. Sieht eher aus wie das Ding, was da vorne steht, aber ich sehe hier leider auch eh nur die Hälfte. Also ich würde es sehr begrüßen. Ich bin ja am Morgen los, dass ich durch so einen kleinen Gang nicht gleich mit in der Nacht rauskomme. Oh, guck mal, was ist das denn? Da möchte ich mit mir reden. Also ihr könnt ihn nicht sehen, aber wir haben gerade Jagan gefunden. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Was? Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Drachen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Toll. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat.
Das wird er bestimmt gerne hören wollen. Ob das ein Geheimcode ist? Ach, das ist. Aber ich habe leider eine Zweihandwaffe. Das heißt, ich kann nicht. Ist das da vorne ein Snapper? Ich hoffe, es kennt einen Snapper. Normaler Snapper kriege ich tot. Naja. Obwohl, das war eigentlich, glaube ich, nur der Drachensnapper, der so viel DPS hatte. Ich sehe halt auch nichts. Also da vorne sind zwei Lurker. Davor sind aber auch noch welche Felsen, oder wir machen das mal nicht. Ich glaube, ich verzichte darauf, gegen irgendwelche Viecher in der Dunkelheit zu kämpfen. Da vorne sind noch mehr Snapper, so wie es aussieht. Wir sind hier mit. Ach, scheiße. Das war ein Drachensnapper. Quicksave? Wisst ihr noch, wie ich gerade gesagt habe, ich verzichte darauf, gegen Snapper in der Nacht zu kämpfen. Das war eine Weltklasse gute Idee von mir. Die locken noch nur. Ja, so wie ihr. Muss ich mir vor die Zwischensequenz jetzt nochmal angucken. Ja, muss ich ja. Ich kann abbrechen. Nice. Wäre witzig gewesen, wenn ich in der Zwischensequenz. Was ist denn hier noch eigentlich? Wohnt hier was? Oh, ein Drachensnapper, der Paladin, ein Toter. Cool. Kriege ich Drachensnapper tot? Also es wäre alles irgendwie einfacher, wenn ich nicht die Orks in den Hacken habe. Was? Komm gerade aus Kino. Wenn der Held geht jetzt von Doggen, muss er um sein Leben joggen. Beim dritten Mal wird die nicht besser. Also wie die Beat hier ist doch recht gefährlich. Also zumindest so Drachensnapper haben sie ja schon in sich. Es waren vor allem zwei verschiedene Drachensnapper. Welche noch von Orks verfolgt? Ne, weiß nicht. Okay, dann können wir jetzt hier. Bin immer noch schwer beleidigt, dass ich Blutfliegen nicht one-shotten kann. Quick Save. So. Ich hab doch hier bestimmt mal welche Pilze, die ich essen kann. Bei solchen Gelegenheiten. Hier, Blockball. Habe ich nicht sogar schon mal einen Drachensnapper tot gekriegt? Wurde ich durch einen Geistblock, ne? Ja. Ups. Die sollten ja Bassfliegen heißen. Also, vielleicht mit viel Glück würde ich den Drachensnapper tot kriegen, aber wir lassen das nicht mal lieber. Nicht zu plündern. Das scheint mir irgendwie nicht zielführend zu sein. Was ist eine komische Fliege? Wo ist das Vieh? Ach, da. Wo sind jetzt hier immer zwei Fliegen? Das ist nicht so schnell, Mann. Ich sehe auch nichts. Noch war der komische Typ da vorne, ne? Irgendwie ist echt nicht witzig, weil da kann ich die Helligkeit einfach hochstellen. Grafik. Sichtweite, Himmeleffekte, nö. Erweitert. Wasserwellen, jo, alles. Spiel. Kampffokus auf interagieren, Mausempfindlichkeit, Gothic 1 kommt kurz, ja gut, schön. Ja, Grafikkarte. Kann ich da was auswählen? Nö. Warte mal, doch, Grafik. Vielleicht sollte ich die. Quatsch, Grafik. Achso, es gibt nochmal Video und Grafikkarte. Ich kann doch hier wieder die Helligkeit. Das hat für mich überhaupt keinen Effekt. Also ich kann hier, ich drehe den Regler und es passiert nichts. Seht ihr irgendeinen Unterschied? Also das ist jetzt übrigens 200% Helligkeit. Man sieht nichts. Bin ich jetzt an den Klaus vorbei? Nee, da unten ist der Klaus. Boah, ein Königreich für ein Bett, das macht echt keinen Spaß. Also das ist, na gut, ich kann doch einfach Gegner einfach ignorieren. Ich habe doch hier so eine Weltklasse-Fackel, die können wir mal rausholen, wenn ich die nicht verkauft habe. Da haben wir noch. Nee, Krautstampfer? Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendeine Fackel gehabt. Ah, hier. Haha.
Was? Das ganze... Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Toll. Das ist ja total großartig. Ich würde jetzt aber irgendwie gerne so ein Camp finden oder so Zeug. Oh, ein Dunkelpilz. In der Dunkelheit. Das sieht aber zumindest sehr zynisch. Sehr zynisch. Das ist ein ganz aggressiv. Ich hätte ja schon was aus. Schon normal. Naja gut, das ging ja jetzt gerade auch. Ich darf bloß den Drachensnapper nicht zu nahe kommen. Diesen Drachensnapper übrigens. Süß. Hat doch gut funktioniert. Weiß gar nicht, was du hast. Da ist nichts zu holen. Es hat nur ein paar Heiltränke gekostet, aber ich habe ja zum Glück vorhin zigtausend Heiltränke gekauft. Das heißt, es war zum Glück mit Leichtigkeit möglich, hier durchzukommen. So. Also zurückkommen tun wir. Wie der Haupteingang ist, das habe ich vergessen. Der ist doch hier, oder? Oh fuck, das ist ein Baum. Also wagt muss ich vielleicht doch mal tot zaubern. Den im Nahkampf Platz zu machen, könnte ein wenig ärgerlich werden. Hab ich noch nicht geaggrot, ne? Kann ich hier noch in aller Ruhe. Oh, ich hätte vielleicht auch einfach mal einen Wein trinken können, aber was soll's. Du behinderter Scheiß-Dreckswag, also wirklich. Ich war noch nicht fertig mit Vorbereiten hier. Haupteingang ist ja belagert. Ach, ich befreie die Bande hier einfach. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin da guter Dinge. Ich trinke erstmal den ganzen Wein hier. Hier, guck mal, ich hab doch hier. Ich würde vielleicht nicht den Wein trinken, der ist. Erstmal dauert das 100.000 Jahre und zweitens ist der ganz schön was wert, sehe ich gerade. Was haben wir hier noch so Schönes? Über die Ramme sollst du hier. Ja, das geht bestimmt auch anders. Yay! Wir haben ja Mana dazu bekommen. Wie gesagt, das geht bestimmt auch anders. Das ist. Das im berühmten Prinzip. Was? 100 Meter Feldweg? Da gibt's doch bestimmt noch. Quatsch, nee. Was? 100 Meter Luftlinie? Da gibt's bestimmt einen Feldweg, der kürzer ist. Und so wird es sein. Quick Save. So, mein lieber Vark. Pse. Penner. So. Leider ist übrigens meine Fackel despawn beim Laden. Ist das mehr als ein Wag? Das sind zwei Wags, ne? Kriege ich einen Wag gepult, ohne den anderen zu pullen? Ja.
What? Man kann den Hauptdecker noch öffnen, wahrscheinlich von der anderen Seite, nehme ich mal stark an. Warum habe ich jetzt den kleinen Feuerball in der Hand? Der würde ja auch funktionieren, theoretisch, aber halt nicht auf Dauer. Hä? Ich hasse das, ganz ehrlich. Das ist, dass du halt Magie verfehlen kannst, wenn die Gegner direkt durch dich laufen. Diesmal hat es halt voll getroffen. Sowas von inkonsistent, also wirklich. So, dann sind die Feuer der Orks. Ist das wirklich nur ein Ork-Krieger? Ich meine, ich habe ja wie krassen AOE noch auf Tasche. Da könnte ich ja durchaus was reißen. Echt jetzt? Genau. Ach, das ist so dumm. Na gut, ich glaube, an die Wachs kommen wir nicht vorbei. Zumindest nicht, ohne hier einen Joker zu ziehen. Das möchte ich ja nicht vermeiden. Das Dumme ist halt, du kannst die Viecher, die direkt vor dir stehen, nicht mit Feuerball treffen. Das ist halt echt deprimierend. Da ist nichts zu holen. Aber das wäre halt echt gut, wenn du das könntest. So, es ist 1.56 Uhr. Ich kann also noch ein bisschen warten, bis es Tag wird. Wie schnell vergeht die Zeit? Ist 1.57 Uhr, na toll. Oh, da unten ist ein Lager. Friendlies? Friendly? Fleischschwanze? Ja. Sie haben keine Klippe zum Springen? Was? Ja, das ist ein Ork, warte mal, das, Was zur... Hallo? Was ist denn das schon wieder? Oh, der Ork steht direkt vor mir. Der Feuerball macht nicht mal ein Geräusch. Weißt du, der verpufft einfach. Das ist das Schlimmste eigentlich, diesen scheiß Kack-Feuerball. Der kommt nicht mal an. Das passiert nichts. Das ist mega dumm. Ah, Baladnus. Ja, ja. Die auch, Richard. Das ist halt echt dämlich, dass die Feuerball einfach durchgehen so können. Vor allem den einzelnen Ork kriege ich ja tatsächlich tot. Ohne mir allzu viel Mühe zu geben. Das ist halt wirklich nur einer ist. Ey, was ist denn das? Hallo? Hä? Der Ork steht vor mir, passiert nichts mehr. Magie verpufft, sinnlos. Wo soll denn bitte schon der Feuerball hin? Wie kann der bitte schon verfehlen? Bei allen Gegnern, die eine gewisse Größe haben, geht der Feuerball immer in den Boden. Das Schlimmste ist, verbraucht er trotzdem Mana. Ich würde es ja einsehen, wenn das einfach... Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Das fliegt halt noch mehr... Ja, noch mehr Kreise mich umliegen. Ich hätte ja Verständnis dafür, wenn es wie hier... Ja, du kannst halt keine Gegner mit Magie töten, die direkt vor dir stehen, weil Baum. Aber das Mana verbrauchst du ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass ich nicht versuche zu zaubern. Nichts zu holen. Ich komme schon auf Gothic 1, 3 und Weisen 1 bis 3. Ich weiß nicht, ob ich die Weisen Teile alle spiele. Ich stehe direkt vor ihm. Ich stehe direkt vor diesem behinderten Kack-Ork. Und es kommt nichts an. Das ist halt echt dumm. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Das ist... Gibt ja auch, bis jetzt erging mir auch keinen sachdienlicher Hinweis, dass man Gegner nicht aus nächster Nähe töten kann mit Magie. Penner. Ich gebe meine Steuerung, geht das schon? Ach, fuck, hier sind noch mehr Orks. Ach du Scheiße. Warte mal. Einfache Methode, wir klauen hier mal kurz. Ich hab doch hier noch Waffe B. Besser jetzt als nie, würde ich sagen, oder? Oder hinten ist eine Ork-Elite, das ist natürlich schlecht.
Ich bin bitterlich enttäuscht. Brauchst du noch Feuerregen für die Rune? Ich kann an euch nachkaufen anscheinend. So, welcher hat jetzt überlebt? Die Orgelite? Die Orgelite hat überlebt, ne? Ach, die hat ja noch nichts mehr. Die kriegen wir noch tot. Shit. Ja, Spiel. Genau. Das war bestimmt eine gute Idee. Einfach nach rechts ummotiviert. Das verstehe ich nicht. Das Spiel zieht auf die behinderte Feuerfliege, die irgendwo rumsteht, statt dass die Gegner direkt vor mir ist. Wie denn, bitteschön? Ach, das ist echt dumm. Wahrscheinlich wäre ich nur eine Taste durchklappt. So, egal. Wir machen die Richtung weiter. Beim nächsten Mal.